hat ihn dazu veranlasst. Wir haben gelebt, wie Brüder es sollten. Es lief prima, weil wir füreinander einstanden. Wir hätten lediglich so weitermachen müssen, sonst nichts. Der Familie tut man nichts an. Ist das so schwierig? Offenbar ist das was. Er musste es einfach tun. Er musste. Ich hab schon mal vorsorglich die Waffe runtergenommen. Dem eigenen Bruder so etwas anzutun, einfach so. Und dann ging alles den Bach runter. Und das nur wegen ihm. Ja, wer bist du? Hat er dich geschickt? Er, mein sogenannter Bruder, konnte mich nicht zum Aufgeben bewegen, also schickte mir einen Mörder. Ich bin kein Mörder. Bist du nicht? Tja, tut gemütlich. Mir leid, der voreiligen Schlussfolgerung. Daran ist mein Bruder schuld. Ich würde es ihm zutrauen. Nur wegen ihm verstecke ich mich in diesem Schrotthaufen und ernähre mich von Läusen. Halt's Maul, du verdammtes Biest! Kannst es nicht erwarten, geröstet zu werden, hä? Halt's Maul! Du Stück Scheiße bist genau wie mein Bruder. Er will mir meinen Autohandel abluchsen. Naja, meinen Anteil daran. Autohandel? Den fahr mit Recht, der Kuvshinov-Brüder. Was, hast du noch nicht davon gehört? Du musst neu in der Stadt sein. Jeder hier kennt uns. Wir haben einen Gebrauchtwagenhandel mit hochqualitativen Japanern. Wir haben mit nichts angefangen, allen Widrigkeiten zum Trotz. Aber kaum hatten wir das Geschäft am Laufen, beschloss dieser Drecksack, mich zu verarschen. Eines Tages kam ich zum Büro und da stand eine neue Wache und ließ mich nicht rein. Er hat mir alles genommen. Der ist mir ein Bruder. Angela, unsere Buchhalterin, hatte recht. Ich hätte ihm nicht vertrauen sollen. Niemals. Er hat alles zunichte gemacht. Alles zerstört. Aber der Krieg. Ach, wen interessiert's? Mein Bruder hat mich beschissen. Verstehst du das denn nicht? Aber ich habe einen Plan. Du musst in unseren Laden gehen, die Firmenunterlagen aus dem Safe besorgen und mir bringen. Dann habe ich den Beweis. Ich werde ihn natürlich nicht als Bettler sterben lassen. Immerhin ist er mein Bruder. Ich bin nicht wie er. Aber ich werde ihm den Giftzahn ziehen. Oh ja. Wirst du mir helfen? Du musst meinen Mistkerl von Bruder nur dazu bringen, seine Hälfte des Codes auszuspucken. Wir kennen jeder nur die Hälfte. Es sollte ja eine gemeinsame Sache sein. Wir waren dumm. Ich war dumm. Nur Angela kannte den ganzen Code. Besorg seine Hälfte des Codes, öffne den Safe und bring mir die Unterlagen. Das machst du doch, oder? Also, meine Hälfte des Codes lautet 1, 2, 3, 4. Wow. Was? Ach, schon gut. Los jetzt, geh. Ich warte hier auf dich. Wir werden es dem Dreckskerl zeigen. Wir zeigen es ihm. Und mein Passwort ist Passwort. Du wirst schon sehen. Oh ja. 1, 2, 3, 4. Wie innovativ, ey. Der Laden gehört mir. Mir. Ganz allein. So, wo komme ich hier noch hin? Nirgendwo. Muss ich hier? Ich weiß nicht, was der geraucht hat, Stallone. Das ist auf jeden Fall ein bisschen komisch. Vor allem, weil es um eine Sache geht, die vor dem Krieg war. Komm ich hier irgendwie hin? Sache. Oh nein. Bin ich jetzt irgendwie festgebackt? Gefühl, ich darf hier nicht hin. Ah, da hinten ist so eine Treppe. Wahrscheinlich muss man von da darüber laufen, ne? Klassiker. Und was bringt mir das, wenn ich jetzt hier hinlaufe? Gar nichts. Ernsthaft? Warum?
Ich suche wieder den Weg, den es nicht gibt. Und hier komme ich auch nicht durch. Einfach mal eine unsichtbare Wand. Dann lassen wir das lieber. Wäre nicht das erste Game, wo ich mich einfach mal verlaufe. Und irgendwo festbugge und nicht mehr rauskomme. Ich weiß nur nicht, warum man bis hierher laufen kann, wenn man da nirgendwo langkommt. Da irgendwie noch was. Hinten ist ein Haus. Also, im Haus komme ich ja. Glaube ich mal nicht, dass ich da irgendwie lang muss. Hallo, hallo. Ist hier irgendjemand? Nach rechts irgendwie noch. Alles klar, keine Banditen hier. Sollen wir weiter? Nicht so schnell. Ich muss was besprechen und hier scheint der richtige Ort dafür zu sein. Keine Zuhörer. Ha! Oh, da zieht was auf. Was habe ich falsch gemacht? Nicht falsch gemacht. Die Jungs und ich haben dich genau angesehen. Du bist klug und besonnen. Wir brauchen Leute wie dich. Trotzdem bist du hier neu und weißt noch nicht viel. Daher haben wir beschlossen, mit dir zu reden, dir für deine Freizeit etwas zum Nachdenken zu geben. Nachdenken finde ich gut. Also was hast du im Angebot? Sieh mal, da ist der Kater, unser oberster Boss. Ich denke, du weißt schon, welcher Art Mann er ist. Und dann ist da Klim, dein direkter Vorgesetzter. Also kennst du ihn noch besser. Beide willst du nicht zum Feind haben. Sie bringen die Leute, die ihnen in die Quere kommen, nicht nur unter die Erde. Sie lassen ihnen dabei genug Zeit, sich an all ihre Verwandten zu erinnern und sie zu verfluchen, dass sie sie in die Welt gesetzt haben. Ja, ich stehe lieber auf ihrer Seite. Da hast du recht. Die Sache ist, die Jungs haben nachgedacht. Solange die beiden zusammen sind, ist alles gut. Aber was passiert, wenn sie sich verkrachen? Wir haben da nichts zu sagen, aber sobald einer von ihnen an der Spitze steht, wird er jeden als Feind betrachten, der ihn nicht unterstützt hat. Und damit sind diese Leute am Arsch. Also, du musst wissen, zu welcher Seite du stehst, falls die Kacke am Dampfen ist. Und welche? Das weiß wohl niemand so recht. Das bleibt alles nur Spekulation. Aber wenn du es so sagst, ich denke, jeder, der einen brauchbaren Kopf auf den Schultern trägt, kann erkennen, aus welchem man unterstützt, wenn es hart auf hart kommt. Ich verstehe. Vielen Dank. Jetzt habe ich was zum Nachdenken. Gebe ich mir die Munition auf. Würde man sagen, ja. Maximale Munition. Auf. Weil ich ja mal, ich weiß halt nicht, ob die mir was tun. Ich werde mal einfach hingehen und so sagen. Gesenkte Waffe. Wer zum Teufel bist du? Ich heiße Sam. Ich arbeite für Tom. Ruhig, Leute. Ah, ich kenne dich. Ich habe dich da gesehen. Dann bist du also unser zweiter Amerikaner, hä? Huh? Ah, ich habe schon gehört, dass du hier sein sollst. Na, dann komm her. Wir zeigen dir hier alles. Immerhin werden wir nicht umsonst als Späher bezeichnet. Hätte auch schief gehen können. Ich nehme das mal, ja? Was wollt ihr mir zeigen? Nichts. Cool. Zuallererst solltest du auf das Fledermonster aufpassen, das hier rumfliegt. Wir haben es nicht gesehen, nur gehört. Den Schreien nach zu urteilen, ist es riesig und fuchsteufelswild. Vermutlich ist es verwundet. Danke.
Behalte ich im Hinterkopf. War ich wohl. Wo wolltest du hin? Zur Feuerwache. Du kannst sie von hier aus sehen, das rote Gebäude mit Turm. Luftlinie etwa ein halber Kilometer von hier. Ja, aber du siehst nicht aus wie ein Vogel. Es ist zwar nah, aber es wird schwierig, dorthin zu kommen. Ja, Vögel sind in dieser Gegend besser dran. Schau, rotes Gebäude mit dem Turm, das macht da Gebäude aus der Vorkriegszeit, da musst du durch. Ah? Das ist der einzige Weg zum oberen Sumpf, wo die Feuerwache jetzt ist. Allerdings hat sich dort eine Bande eingerichtet. Früher haben sie mit Sklaven gehandelt, aber neuerdings fangen sie tatsächlich diese menschenartigen Mutanten ein. Kannst du dir das vorstellen? Wir hadern schon ewig mit denen und überhaupt haben die noch nie Fremde gemocht. Die werden definitiv schießen, sobald sie dich sehen. Erwarte keine Warnung. Also, versuch unbemerkt zu bleiben. Vielen Dank, das werde ich. Was haben wir denn noch hier? Ah, hier, jetzt sieh mal dorthin. Siehst du das zweigeschossige, turmartige Gebäude auf diesem Inselchen? Das war mal eine Polizeiwache. Die wurde mittlerweile auch von einer Bande eingenommen. Ein Haufen Irrer. Obwohl sie jetzt, wie die anderen, Krüppel fangen. Das Geschäft ist hier auf dem Vormarsch, weißt du? Die haben dort eine Art Lager, also sollte es dort ganz gute Beute geben. Das kleine Inselchen beherbergt vermutlich ein kleines Lager. Vor ein paar Jahren tauchte in der Stadt eine neue Bande auf. Das waren total verrückte Mistkerle. Aber sie waren gut. Sie erpressten Banden, die dreimal so groß waren und ermordeten jeden, der nicht bezahlte. Sie waren ausgebildet wie Spetsnaz. Außerdem hatten sie Ausrüstung wie im Film. Rüstung, Waffen und Nachtsichtgeräte. Es lief gut bei denen. Am Ende kontrollierten sie einen Großteil der Ruinen, obwohl sie nur wenige waren. Die anderen Banden beschlossen dann, dass es reichte. Sie taten sich zusammen und machten sie komplett kalt. Alles, was von denen heute noch übrig ist, sind ihre Lager, die mit ihrem Zeichen markiert sind. Ein Schädel mit Nachtsichtgerät, also achte darauf. Warum? Ich wette, die Stellen sind schon längst geplündert worden. Da wäre ich mir nicht so sicher. Diese Typen haben mächtig geprahlt. Jedes ihrer Lager ist wie eine Rätselkiste. Einige Auserwählte durften daran, während die Normalos keine Chance hatten. Die Jungs fanden manchmal versteckte Knöpfe, mit denen Türen geöffnet wurden, nur durch pures Glück, denn das Prinzip haben sie nie durchschaut. Vielleicht blickst du ja durch, wenn du dir das mit deinem unvoreingenommenen amerikanischen Organ schaust. Übelst. Möglicherweise. Du hast die Krüppel vergessen. Ach ja, pass auf dem Inselchen mit dem Lager gut auf. Die Krüppel dort sind besonders groß und zäh. Ich weiß nicht warum und es ist mir auch egal, aber diese größeren sind enorm gefragt. Daher knallen die Jäger sie nicht ab. Sie fangen nur ab und zu ein paar davon und lassen den Rest wieder für Nachwuchs sorgen. Okay. War Zeit, dass ich da aufräume, oder? Alles. Wir sollen dich beobachten und dir helfen, falls es nötig ist. Wir haben dir gesagt, was wir wissen, das sollte helfen. Danke, Leute. Viel Glück. Bis dann! So, kann ich jetzt eigentlich dieses Mistvieh da erschießen? Zeig doch mal dein hübsches Gesicht. Zeig dein hübsches Gesicht. Kann ich nicht schießen? Kann ich schießen? Das ist hier eine Friendly Fire Zone, wo er nicht geballert werden darf, oder was? Ja, also es wäre viel zu einfach für den Spieler, wenn man hier schießen könnte, weil dann kann sich's ja nicht wehren. Hey, was zum Teufel? Ganz ruhig. Selber nur schon mal den Ort, wo ich lang muss. Vielleicht war es auch ein freundliches Vieh, aber ich glaube nicht. Ich glaube. Jetzt noch mehr Munition tragen. Klar kann er. Kann er. So, dann geht's mal weiter, ne? Ich noch irgendwie was. Ich meine, hier wird's ja nicht mehr viel geben. Nichts? Was soll denn da drüben noch sein? Überhaupt hin?
Genau. Bin ich da wohl aus Versehen auf den Ladenknopf gekommen? Was ich nochmal gespeichert habe. Frösche! Ich glaube, ich komme ja nicht so einfach. Ich müsste wieder da zurücklaufen, ne? Da komme ich hier lang? Ah ja, das habe ich natürlich nicht gesehen. Das gesehen? Chat? Ja. Augen hat das klar im Vorteil. Die hier sind riesengroß. Warum soll ich den Verstand verlieren, wenn ich die umlege? Das Beste, was man machen kann. Ach du Scheiße. So. Open-World-Spiele, die ziehen sich immer. Das sieht schon so aus wie eine Falle, ne? Ich glaube, es war auch eine. Ach du Scheiße. Das Fledermaus-Biest. Sollte ich lieber das nehmen, das hat ein bisschen mehr Bums, glaube ich. Aber nicht für die. Oh oh. Codierung ist hardcore, ne? Ne? Muss nach unten gucken, damit die Codierung nicht zu hart überlastet ist. Vor diesen Mistviechern verstecken? Wie anstrengend. Oh.
Langsam wird das kuschelig hier.